grüß euch miteinander und herzlichen Dank für die Einladung. Und dass ihr es auch gerade wisst, ich werde eine Zumutung sein für euch. Ich bin ein Ingenieur und Ingenieure haben auch gerne Zahlen. Und von dem her gesehen, können wir halt jetzt ein bisschen viel zahlen. Aber versuche mein Bestes zu machen, es gut darzustellen, aber ich weiß nicht, ob es dir gelingt. Jetzt, was ist meine Motivation? Eigentlich, vor ein paar Jahren bin ich in Indien und da habe ich Hindi-TV geschaut. Natürlich kein Wort verstanden, aber es geht ja in allen Filmen, in den meisten Fällen geht es um eine Liebesgeschichte, oder? Am Schluss kommen die zusammen. Auch in Indien ist es so. Und in Indien ist es so, dass man nicht öffentlich küssen. Also nicht das ist nicht so wie bei uns, oder? Also dort wird man nachher, dann sieht man, wie die zwei Gesichter zusammenkommen und jetzt sind sie wirklich endlich glücklich. Schnitt und dann sieht man die tanzen auf einer Wiese. Nachher habe ich gedacht, ja, die Wiese sieht ja ähnlich aus wie bei uns und nachher ist es ein bisschen weggezoomt und dann hat man gesehen im Hintergrund den Titel. Zwei Tage später wieder ähnlich, noch einmal in Hindi-TV geschaut, einen anderen Film, oder? Wieder Liebesgeschichte, am Schluss kommen die zusammen, so Bollywood-Filme, oder? Und das ist ja meistens nicht alleine, wenn sie nachher zusammenkommen, sondern da hat es gerade 10 Männer, die genau gleich gekleidet sind und 10 Frauen und die tanzen die so einander, oder? Das Mal haben sie die Tanzform Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken gemacht. Für Tinder ist es so, wenn man wirklich glücklich ist, wenn man, dann ist man im Nirvana und im Paradies auf Schweizerisch und dann ist man in der Schweiz eben. Also für Tinder ist die Schweiz das Paradies. Besser kann es nicht sein. Und wenn man das anschaut, also wir sind wirklich ein auserwähltes Volk, also 1 Promille von der Weltbevölkerung ungefähr. Wir sind die, die Gott danken können, dass wir eigentlich hier geboren sind. Besser kann man es fast nicht antreffen als hier bei uns. Und was ich mir wünschen würde, ist nichts anderes, dass unsere Nachfahren auch so können leben, wie wir können leben. Ich bin jetzt Grossvater geworden vor 9 Monaten. Und es gibt da offensichtlich eben Nachfahren. Und ich hoffe eigentlich, ich wünsche mir, dass die auch noch so können leben, wie wir haben. Übrigens, Bündner Berge sind besonders schön. Ich bin diesen Sommer, sind wir wirklich 2 Wochen lang von Davos bis in den Nationalpark zu Fuß gegangen. Über ein paar Höcker hier im Bündnerland. Und es ist ein wunderbares Land hier oben. Wunderbar. Das Einzige, es gibt 2 kleine Probleme. Das eine Problem ist unser ökologischer Fußabdruck. Wir brauchen im Moment, wir Schweizer, etwa 3 bis 4 Erden. Also das heisst, wenn die ganze Welt würde so leben wie wir, dann müssten wir 3 bis 4 Erden haben. Haben wir nicht. Das zweite Problem ist der Peak Oil. Jetzt wegen dem Fußabdruck. Das hier ist von mir aus gesehen eine von der schlimmsten Kurven, und jetzt sagen da, was soll das? Das ist eine Kurve von der IEA, Internationale Energieagentur in Paris. Da muss man wissen, das ist eine ölfreundliche Agentur. Das ist nicht Greenpeace. Sondern die wollen eigentlich sagen, Öl ist kein Problem. Und was die sagt, ist, das Interessante, die sieht es so fast nicht, aber die Kurve hier, die blaue, dunkle Kurve, die hier runtergeht, das ist sogenanntes konventionelles Erdöl und das geht hier ein Loch ab. Konventionelles Erdöl ist das, da bohrt ein Loch auf dem Land und wenn das, nachher kommt das Öl, spritzt es von selber raus, so wie wir es im Lucky Luke halb gelesen haben, oder? Also genau so, da bohrt ein Loch und es kommt selber raus. Dann hat es aber hier ein Teil, man sieht es fast nicht, das hellblaue, das heisst Fields yet to be found. Die Amerikaner drücken das immer so schön aus. Die Schweizer würden sagen Öllücke. Das ist die Öllücke. Und die Amerikaner sagen, fields to be found, weil sie immer noch glauben, das gibt's denn. Wir haben heute so gute Technik. Jetzt, wenn ihr hier schaut, 2035 ist eine Zeit, wo wir wahrscheinlich alle werden, so Gott will natürlich, erleben. Da fehlt etwa ein Drittel von dem, was wir dort brauchen, fehlt da. Und dann gibt's noch so unkonventionelles Erdöl und, also unkonventionelles Erdöl, das ist, Offshore, Fracking, Ölsand und so Zeug. Also, es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Öl geben, aber es kommt noch schlimmer. Wenn ihr jetzt das anschaut, eine Frage von der Gerechtigkeit. Also,
Pro Tag fördern wir im Moment etwa 88 Millionen Fass Rohöl fördern. Und wenn wir jetzt das würde gleichmäßig auf die ganze Weltbevölkerung verteilen, dann hätten wir Anspruch auf etwa 1,5 Liter. Jeder von uns hat das Recht von 1,5 Liter. Was können wir mit 1,5 Liter machen? Mit 1,5 Liter könnt ihr 10 Kilometer mit dem Offroader fahren oder 20 Kilometer mit dem Durchschnittsauto, aber nur, wenn ihr immer kalt duscht, auf Fleisch verzichtet, auf Flüge verzichtet, in ungeheizter Wohnung lebt und nur von regionalen Früchten und Gemüse lebt und nachher keine unverpackte Ware kauft. Oder? Dann, das ist das, was uns eigentlich würde zustehen, gerechtigkeitsmässig. Weil das Öl, wem gehört das Öl? Gehört's, eigentlich könnte man sagen, es gehört ja allen Menschen. Warum dürfen wir das einfach nehmen? Wir brauchen etwa sechs, also das Vierfache davon, von dem, was uns eigentlich zusteht. Jetzt das zweite Thema. Wir haben ja Grenzen vom Wachstum. Das hat es ein Buch gegeben, vor 30, 40 Jahren, wo gekommen ist und wo man ein bisschen Angst gemacht hat, ja, im Jahr 2000 wird es dann schlimm sein. Es gibt dort eine interessante Geschichte. Ich weiss nicht, ob die Geschichte von der Weihnachtsgans kennt. Die Weihnachtsgans und Katz, die sind Freunde gewesen. Und Katz hat gesagt zu der Weihnachtsgans, du, also, ich weiss nicht so, im Sommer hat sie das gesagt. Dezember ist kritisch für dich. Dezember ist kritisch. Dann sagt die Weihnachtsgans, ja, hey, also los, ich weiss nicht, warum soll das Angst sein. Ja, jeden Tag komme ich mir zu fressen, über jeden Tag. Dezember kommt, die Weihnachtsgans schon ein bisschen nervös, und nachher reden sie wieder miteinander, und nachher sagt die Weihnachtsgans so, zu, also, du mit dem Dezember los, vergiss es, das Essen ist noch viel besser geworden, oder? Der Ölpreis ist noch viel tiefer geworden. 24. Dezember, keine Weihnachtsgans mehr da gewesen. Die Katze hat nachher noch dürfen fressen, die Reste von der Weihnachtsgans auffressen. Wenn es bis dahin so gegangen ist, heisst das nicht, dass alle in Zukunft genau gleich weitergeht. Es könnte sein, dass es ändert. 1944 sind auf der Insel St. Matthew in Alaska 29 Rentiere ausgesetzt worden. Die haben sich vermehrt. Also 20 Jahre später waren es 6000 Tiere gewesen. 20 Jahre später kein Rentier mehr. Die Insel war kalt gefressen. Ja, nachher, einer von meinen Mitarbeitern hat bei Novartis im Forschungslabor gearbeitet und nachher gesagt, du könntest du nicht einmal so eine Bakterienkultur machen und mit einem, auf einer Pipette mit einem Tropfen Zuckerwasserlösung. Und dann können wir einmal schauen, wie das passiert. Hat es dann probiert in der Küche, aber es hat viel Bild in der Luft und dann hat es nicht funktioniert. Dann hat er gesagt, alles gut, macht halt eine Simulation. Macht man halt immer eine Simulation, wenn es praktisch nicht geht. Also hat es gerechnet. Und die Rechnung hat so ausgesehen. Also was ihr hier seht, ist, das ist Bazillenbevölkerung hier, wie sich die vermehrt. Das ist die Anzahl Tage hier, 30 Tage, 40 Tage. Und das ist der Vorrat hier, den ihr habt. Und das ist der tägliche Verbrauch an Zuckerwasserlösung, die ihr braucht. Und jetzt schauen wir einen Schritt weiter. Und dann geht das plötzlich so. Wenn ihr hier steht, dann sagen die immer, ja, das ist alles Beste, es läuft ja super gut, oder? Und dann plötzlich so, whoops, und dann ist das alles relativ schnell so abgegangen. Warum sage ich das? Wenn man jetzt beim Öl anschaut, das ist etwas, wo ich im Buch noch zu wenig drauf eingehe. Ich rede zwar vom IROI, es gibt ein sogenanntes Energy Return on Investment. Was bedeutet der IROI? Der IROI ist eigentlich das Verhältnis von der Energie, die du musst reinbuttern, damit es die Energie rauskommt. Am Anfang von der Ölgeschichte, 1930, war der IROI etwa 1 zu 100 gewesen. Ihr habt ein Loch gebohrt, es hat einen Teil Energie gebraucht, nachher ist die hundertfache Energie aufgekommen. 1990 war es 43 zu 1 gewesen. Heute ist es 18 zu 1 beim konventionellen Erdöl. Wenn ihr Fracking nehmt, also wenn ihr Offshore nehmt, ist es 10 zu 1. Bei Fracking ist es 5 zu 1 bis 7 zu 1. Wenn ihr Ölsand nehmt, ist es 2,1 zu 1. Jetzt sagen die, ja, es ist immer noch besser als 0. Also als 1 zu 1, oder? Also sonst wäre es ja, würde es ja gar nicht mehr nützen. Jetzt müssen wir das aber anders anschauen. Bei einem IROI von 3 zu 1, was dann passiert ist, da habt ihr 100% von der Energie. Und jetzt müsst ihr die zuerst durch die Raffinerie durchlassen, dort verliert ihr dann 20%. Dann müsst ihr die 33% zurückspeisen. Dann ist da noch ein bisschen graue Energie. Am Schluss steht noch da noch 37% zur Verfügung, bei einem IROI von 3. Bei einem IROI von 2 steht noch da noch 20% zur Verfügung. Was bedeutet das?
Wenn das Gewinnen vom Erdöl hier $120 kostet, dann müsst ihr für das hier $360 pro Barrel verlangen, damit das die Rechnung überhaupt aufgeht. Und wenn es jetzt hier immer noch 2:1 ist, wie beim Schieferöl, dann müsst ihr hier das Fünffache verlangen, also $600. Zugleich steigt natürlich der CO2-Gehalt um einen Faktor 3. Übrigens, so beim Berechnen jetzt auch von diesen CO2-Messungen, wo wir jetzt drüber reden, wir gehen immer davon aus, dass Öl können wir irgendwelche durch ein magisches Wunder von der Ölquelle an eure Tankstelle, das hat unterwegs, das hat man nicht müssen bohren, das hat man nicht müssen, in Tanker verladen, das hat man nicht müssen raffinieren, das hat man nicht müssen nachher hier verteilen. Das ist alles Energie, die da drin steckt. Und eigentlich ist die CO2-Bilanz viel schlechter, als man offiziell zugibt. Also, es ist nicht nur, dass man beschisst mit Diesel, sondern man beschisst auch mit der Methode, wie man das überhaupt rechnet. Also es ist eigentlich viel schlimmer, als wir denken. Also das ist schon jetzt so. Wir reden einfach nicht drüber. Jetzt, wenn wir wieder die Kurven annehmen und nachher das reinzeichnen, dann heisst das, die Energie können wir gar nicht alle brauchen, die da ist, sondern ich habe einfach gesagt, von dieser Seite hier nehmen wir jetzt die Hälfte, weil das, was wir noch nicht wissen, was ist, das haben wir sowieso nicht zur Verfügung, und von denen nehmen wir noch die Hälfte, dann gibt es etwa eine serige Kurve. Das heisst, wir haben hier wirklich viel weniger Öl zur Verfügung, 2035. 2035, wir werden es wahrscheinlich erleben. Das wird nicht lustig. Warum wird das nicht lustig? Da bewegt sich eine riesige Lawine auf uns zu, und wir brauchen das Öl, sonst können wir nicht leben, also wir sind süchtig dann noch. In jeder Kilokalorie Nahrung stecken etwa 10 Kilokalorien Öl drin. Und das von da vom Dünger, den wir von Amerika importieren. Der Dünger muss verteilt werden. Da haben wir Maschinen, die den Dünger in den Boden reinbringen. Wir haben Zähmaschinen, wir haben Erntemaschinen, wir haben Sortiermaschinen. Wir tun nachher das verpacken in Plastik. Nachher tun wir es mit dem Lastwagen zum Grossverteiler fahren, vom Grossverteiler zum Laden, und dann gehen wir es noch mit dem Auto holen. Da steckt wahnsinnig viel Energie drin. Jetzt, wenn die Energie wirklich so zur abgeht, und dann wird sie teuer. Obwohl der Ölpreis im Moment $50 ist, da glaubt niemand, dass der Ölpreis könnte wieder ändern könnte. Aber der wird teuer. Wenn sich der Preis verdoppelt, dann dürfen sich die Lebensmittelpreise quasi auch verdoppeln. Für uns ist das nicht ein grosses Problem. Wir geben 6-7% aus für Lebensmittel, haben wir jetzt 12% oder 14% aufgegeben. So what? Also, wegen dem werden wir nicht verhungern. Da gibt es aber etwa ein Viertel von der Menschheit gibt im Moment 80% von ihrem Einkommen für Nahrung aus. Die können nicht 160% ausgeben. Für die wird das ein Problem. Die 2 Milliarden, die dort kommen, die haben ein wirkliches Problem. Da wird es Ressourcenkrieg geben. 70% von den fossilen Vorkommen sind in der Ellipse zwischen Saudi-Arabien und Sibirien. Schaut einmal, wo die Konflikte heute stattfinden. Wo sind die Länder? Also, das würde bedeuten, dass wir in 20 Jahren, in den nächsten 20 Jahren vermutlich 2 Milliarden Menschen werden verlieren, weltweit. Und das heisst, jährlich im Schnitt werden 100 Millionen Leute sterben. In den nächsten 20 Jahren. Es kann sein, dass die nächsten 10 Jahre völlig okay sind. Es geht dann einfach ein bisschen schneller nachher. Das gibt ein Problem. Die werden nicht einfach so sterben. Also die werden lieber noch über Atlantik, über das Mittelmeer schwimmen, bevor sie, weil wenn sie sowieso zum Tod verurteilt sind, können sie auch gerade das versuchen. Also es wird riesige Völkerwanderungen geben. Also der Umbau findet jetzt schon statt. Also es ist eine brutale Geschichte eigentlich, die sich hier anbahnt. Ich hoffe, ich sei völlig falsch. Hoffentlich bin ich falsch. Ich würde es uns so richtig gönnen, dass ich falsch bin. Jetzt, was machen wir jetzt hier? Wir können jetzt sagen, oh je, meine, und jammern. Oder wir können sagen, was können wir denn machen? Was können wir machen? Können wir uns aus dieser Abhängigkeit von dem Öl, von den fossilen Brennstoffen, können wir uns befreien? Ja, wir können etwas machen. Die erste, also es gibt eigentlich drei Sachen, die wir müssen anlegen. Wärme, Mobilität und Strom. Bei der Wärme. Bei der Wärme, da machen wir eigentlich einen super Job. Nämlich, was ist, wenn ihr so jetzt Bauvorschriften anschaut, wenn ihr nach Bauvorschriften gearbeitet habt, 1970, habt ihr 22 Liter Öl pro Quadratmeter und Jahr gebraucht.
Und wenn ihr heute nach den Vorschriften arbeitet, mein Energiestandard, 3,8 Liter, mein Energie-P, etwa die Hälfte davon. Also wir sind hier Faktor 4, 6 bis 10 besser geworden als vorher, ohne dass wir grosse Nachteile haben. Also da haben wir wirklich als Volk eigentlich einen super Job gemacht in diesen Jahren. Irgendwie hat man nach der Ölkrise gemerkt, wir müssen etwas machen, und das ist so quasi langsam in das Bewusstsein gelaufen, und das funktioniert. Jetzt, wenn wir noch eine Wärmepumpe nehmen, dann gewinnen wir noch einen Faktor 3 bis 6. Also, wir haben jetzt hier für die Rechnung einen Faktor 16 angenommen. Da macht eigentlich die Schweiz einen super guten Job, finde ich. Wir zeigen, dass auch bei drastischer Energiereduktion eine Verbesserung des Komforts möglich ist. Das einzige Problem ist die Renovationsrate. Wir müssen etwa noch 78% der Liegenschaften renovieren. Sie sind bei 1,1% pro Jahr im Moment etwa. Das heisst, wir brauchen fast noch 70 Jahre, bis wir fertig sind. Und das ist einfach ein bisschen lang. Der Bund möchte ja gerne in der Energiestrategie auf 2% rausgehen. Ich hätte lieber, würde lieber auf 4% gehen. Das ist das, was man eigentlich machen sollte. Jetzt, was wir hier gemacht haben, hier haben wir versucht, Vollkostenrechnung zu machen für die Heizung. Und zwar, das ist Zeit, das Jahr hier, und das ist, sind Preise. Was ihr hier seht, die schwarze Kurve, das ist Heizen mit Öl, und das ist Ölheizung, inklusive Amortisation, Verzinsung, Unterhalt, Treibstoffkosten, also Brennstoffkosten. Dann seht ihr hier die Wärmepumpe im Boden, die Wärmepumpe mit Luft, und die hier ist Wärmepumpe mit Solarenergie gefüttert. Hier seht ihr noch Gas. Jetzt, was interessant ist am Anfang ist, Gas ist immer das günstigste gewesen, wenn ihr natürlich einen Gasanschluss habt. Wenn ihr kein Gasnetz habt, dann ist es keine Option. Öl ist nachher sehr günstig gewesen, und jetzt sieht man, da etwa 2010 hat sich das plötzlich geschnitten. Also, Öl ist nicht mehr das günstigste. Also, heute ist es bereits so, wenn ihr heute eine neue Heizung machen müsst, ist Heizen mit Öl ist nicht mehr das günstigste, sondern es ist das teuerste geworden. Wer heute noch eine Ölheizung einbaut, der hat einfach zu viel Geld, macht erst noch etwas Schlechtes für die Umwelt. Also heute ist eigentlich, oder in der Zukunft wird es ganz sicher sein, dass Wärmepumpe und Solar wird die günstigste Lösung sein. Man muss allerdings eben langfristig denken. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, aber Herr Gunzinger, kann doch nicht sein. Eine Ölheizung kostet mit 10.000 Franken und so ein Bohrloch kostet mit 30.000 Franken. Das ist 30.000, ist doch viel mehr als 10.000. Das könnt ihr mir auch nicht erzählen, oder? Aber die 30.000 Franken muss ich wie das Haus selber über 50 Jahre amortisieren, oder? Und auch wenn ihr den Zins dazu rechnet, ist das einfach günstiger, als wenn ihr die 10.000 Franken habt oder über 15 Jahre müsst amortisieren. Und nachher noch müsst ihr Unterhalt zahlen dazu. Der Unterhalt ist viel teurer von der Ölheizung. Und nachher müsst ihr noch Energie zahlen. Die seht hier die Kosten so aufteilt. Das Braune hier zuunterst, das sind die Investitionskosten, das ist der Unterhalt. Und das sind die Energie, die ihr zahlt. Und das wird in der Zukunft wahrscheinlich noch eine teurer. Und die seht halt, wenn ihr andere Lösungen habt, dort habt ihr zwar mehr Investitionen, aber weniger Unterhalt und weniger Energiekosten. Jetzt, wenn ihr das Haus vermietet, ist es ja so, dass der Vermieter zahlt Investitionen, der Mieter zahlt Nebenkosten. Also für einen Vermieter ist es eigentlich gut, möglichst tiefe Investitionen, also der wird immer noch Ölheizungen und Gasheizungen einbauen, weil das zahlt ja der Mieter. Das ist halt so in unserem System. Gehen wir zum nächsten Thema, Mobilität. Was wir hier gemacht haben, ist, viele sagen ja, was kostet mit Energie? Und da haben wir eine Rechnung gemacht und haben gesagt, wir nehmen den Ölpreis, gehen durch die Raffinerie durch und schauen, was kostet mir da Kilowattstunde auf dem Rad, weil das ist das, was eigentlich zählt. Und wir nehmen den Energiepreis von Solar nach der IEA. IEA ist da, jetzt bei der Solar ist sie nicht so günstig wie beim Öl. Beim Öl ist sie immer pro Öl und beim Solar ist sie gegen Solar. Also es ist etwa 20% teurer als in der Realität. Also das habe ich selber gemerkt. Ich habe selber eine Solaranlage gebaut und dann sieht man, dass es etwa so ist. Und auch, wir nehmen die Kosten, die eher konservativ sind, und schauen, was kostet mit der Kilowattstunde drauf. Und wenn ihr das jetzt anschaut, die Kosten laufen genau gleich wie vorher. Ihr seht Öl und Diesel. Und jetzt seht ihr, und das ist Solar, und ihr seht, ups, auch 2010 hat das plötzlich geändert. Also jetzt ist Solar, Fahren mit Solar ist günstiger geworden als Fahren mit Öl, wenn ihr um die Energie anschaut.
Da ist das Fahrzeug natürlich nicht drin, die Amortisation von Fahrzeug und so. Das ist da nicht dabei, aber einfach die Energiekosten. Heute ist die Energie billiger, wenn der Solar die, fahren und elektrisch. Wenn ihr nachher noch schaut, so bei einem Durchschnittsauto, habt ihr, die Broschüre sagt etwa 222 Gramm pro Kilometer heute im Schnitt. In der Realität ist es auch näher bei 363, weil das müssen wir eigentlich auch dazu rechnen. Und wenn der Fracking-Öl nehmen, ist es 415. Und, CO2-Emissionen für Solar wären 6 Gramm pro Kilometer. Also auch bedeutend besser. Jetzt, ich habe hier zwei miteinander verglichen, der Porsche und der, Tesla, der Roadster von Tesla. Kosten beide etwa gleich viel. Das ist Topklasse, ich weiss, also teuer, etwa 130.000 beide zusammen. Wie sieht es dort aus? Der Roadster, also Tesla hat um 300 PS, der Porsche hat 350 PS, aber der schafft sie 3,7 Sekunden auf 100 km pro Stunde und der schafft sie 4,8 Sekunden. Also Beschleunigungsverhalten ist vom elektrischen viel besser. Also, ein Kollege von mir hat ein Rennen gemacht, Tesla gegen Porsche, also auf Bergstrecke. Porsche hat keine Chance gehabt. Also die Autos sind heute auch sportlich, die elektrisch, also es ist nicht mehr so wie früher. Wenn ihr die Energiekosten pro Jahr anschaut, hier 448 Franken, 1584 Franken, das ist reine Energiekosten, also ohne Strassenabgaben, Steuern und all das, wir wollen auch mit Energie miteinander vergleichen. Also bereits heute ist es so, energiemässig ist das günstiger. Jetzt kommt es noch, da könnt ihr 380 Kilometer fahren, da könnt ihr das Doppelte weit fahren, da braucht ihr 5 Minuten zum Tanken. Jetzt, beim Laden ist es eigentlich so, ein Fahrzeug ist nicht ein Fahrzeug, sondern in der Regel ist es ein Stehzeug, weil die jetzt vielleicht 2 Stunden pro Tag brauchen und 22 Stunden steht es. Das könnt ihr ganz ruhig hier aufladen lassen, die brauchen nämlich in diesen 2 Stunden brauchen ihr nicht die ganzen 380 Kilometer Reichweite, in der Regel. Und dann könnt ihr Schnellladung machen. Jetzt, die neuesten Schnellladungsstationen von Tesla, die können 650 km pro Stunde laden. Also, wenn ihr eine halbe Stunde Pause macht, dann habt ihr wieder 300 km, wo ihr weiterfahren könnt. Was man jetzt machen kann, ist, man kann, wenn man einen fairen Benzinpreis würde machen, dann würde die, ich weiss, ich will jetzt nicht da reingehen, ein fairer Benzinpreis wäre 10 Franken plus, oder? Dann würde man, durch das Verhalten würde man einen Faktor 2 gewinnen, wo man wenig fahren würde, oder weniger Benzin würde brauchen. Ein serieller Hybrid hat etwa einen Faktor 4, den man gewinnen kann. Ein serieller Hybrid, der fährt immer mit dem Elektromotor an Batterie und hat quasi ein Ladegerät drin. Das ist so ein BMW i3 mit Range Extender ist zum Beispiel so einer. Oder Opel Ampera oder Chevy Volt ist so einer. Oder dann ganz elektrisch wie der Tesla, der hat in diesem Faktor 8. Und dann kann man das richtig, wenn man das richtig zusammensetzt, dann kann man die Energiemenge, die man hier braucht, sehr stark reduzieren. Auf etwa 3 Terawattstunden Strom und 3 Terawattstunden pro Jahr Benzin, die man dann immer noch brauchen würde. In der Zukunft wird Elektrizität im Zentrum stehen. Es wird fast alles elektrisch gehen. Das ist das, was ich glaube. Bevor ich jetzt darauf eingehe, möchte ich noch schnell fragen, die zukünftigen Energiequellen, was sind die überhaupt? Öl, ursprünglich hat das 2 Dollar pro Barrel gekostet, 1960. Ich weiß nicht, ob sich da Leute noch erinnern von dem. Das war extrem günstig gewesen. Mittlerweile ist es 50 Dollar pro Barrel. Kostenzunahme, trotz allem, war 60% pro Jahr gewesen. Für die Amerikaner, für die Schweizer ist es weniger gewesen. Und zwar, weil gleichzeitig natürlich der Schweizer Franken an Wert gewonnen hat. Es hat noch Zeiten gegeben, wo man für einen Dollar 4,50 Franken gezahlt hat. Und jetzt haben wir einen Faktor 5, sind wir günstiger geworden. Also das heisst, wir haben eigentlich können davon profitieren, dass der Schweizer Franken so stark geworden ist. Für die Amerikaner ist es nicht genau das Gleiche. Was aber interessant ist, das Öl wird weltweit mit etwa 540 Milliarden pro Jahr subventioniert. Katastrophen an und für sich. Also das Öl wird auch subventioniert. Es wird vor allem in Entwicklungsländern wird es günstig gemacht, damit es Leute Auto fahren können. Kernenergie. Ursprünglich hat man geredet von 2 Rappen pro Kilowattstunde. Die heutigen Kernkraftwerke, die man baut, sind 15 Rappen pro Kilowattstunde, ohne dass man das Risiko nimmt. Kostenzunahme 4% pro Jahr im Schnitt. Oder? Endlagerproblem ist weltweit nicht gelöst. Es gibt kein einziges funktionierendes Lager.
Wir werden, für die Schweizer wird es etwa 40 bis 50 Milliarden sein, die unsere nachfolgenden Generationen für Sendlager aufbringen. Mehr als die Energiewende je wird kosten. Subventionen fürs Risiko, wenn man das alleine würde bepreisen, wären das 300 bis 400 Milliarden pro Jahr weltweit. Tut man einfach eben privat profitieren, solidarisch, tut man das Risiko tragen. Wenn man Solarenergie nimmt, kostet ursprünglich 60 Cent pro Kilowattstunde. Heute in der EU zahlt man 1 Euro pro Wattpeak. Sorry, das ist nicht pro Kilowatt. Pro Wattpeak, das gibt 7 Cent pro Kilowattstunde. In Deutschland, in Süditalien 5 Cent pro Kilowattstunde. Neu installierte Leistung 2014, 40 Gigawatt Peak, das entspricht 5 bis 6 grossen AKWs à la Leibstadt oder Gösgen. Subventionen weltweit 140 Milliarden. Da ist allerdings der Wind inbegriffen. Der Wind hat man letztes Jahr 50 Gigawatt Peak installiert. Also, das sind 12 bis 16 grosse AKWs. Also, letztes Jahr hat man quasi die Energie von 20 grossen AKWs in Erneuerbaren weltweit installiert. Die Schweiz hat da leider nicht mitgemacht. Oder nicht stark mitgemacht. Sie ist da ferner liefern, oder? Also, es gibt andere Länder, die da viel stärker mitmachen. 20 grosse AKWs oder 60 kleine. Also, so à la Betznau, Mühleberg, oder? Das heisst, jede Woche geht ein neues, AKW, ein kleines neues AKW ans Netz. Dieses Jahr werden es 30% mehr sein. Also, da geht Post ab. Da geht wirklich Post ab. Und wir können uns überlegen, wollen wir da mitspielen oder nicht. Wenn ihr Unternehmer seid, dann könnt ihr nie auf Ressourcen setzen, die teurer werden. Also, das ist jetzt, also, ich kann nicht verstehen, warum man auf Öl und Kernenergie kann setzen kann. Das wird einfach dauernd und teuer und das wollt ihr nicht haben in einem Produktionsprozess oder in einem Unternehmensprozess, wollt ihr das garantiert nicht haben. Was mir auch interessant dunkt ist, die erneuerbaren Energien, die haben extrem tiefe Grenzkosten. Tiefe Grenzkosten bedeutet, wenn ihr das Kapital zurückgezahlt habt, was kostet das noch? Die Erneuerbaren brauchen sozusagen keinen Unterhalt. Also bei einer Photovoltaikanlage müsst ihr vielleicht alle 2-3 Jahre einmal das Panel putzen. Das ist es dann, oder? Ein Kernkraftwerk müsst ihr dauernd ein Team von 500 Leuten haben, das kontinuierlich küdeln und dann müsst ihr es jedes Jahr für einen Monat abstellen, damit ihr eure Generatoren und Turbinen und weiss nicht, gucken, was alles ersetzen. Das kann gar nie kostengünstig werden. Also, die Alternative, also, langfristig ist es gar keine Frage, wer gewinnen wird. Eigentlich, die Schlacht ist schon lange gelaufen. Um in unseren Köpfen sind wahrscheinlich noch nicht gelaufen. Jetzt, wenn wir jetzt würde sagen, wie viel Strom brauchen wir denn 2035? Heute brauchen wir etwa 60 Terawattstunden pro Jahr. Wenn wir würden, sparen, was wir können sparen, dann haben wir etwa 25%. Also, das heisst so, von der Lampe, eine Glühlampe durch LED ersetzen, die haben einen Faktor 5 bis 10, wenn ihr die alten Umweltpumpen, die quasi Sommer und Winter laufen mit 700 Watt oder 500 Watt, die könnt ihr ersetzen durch eine moderne, die braucht noch 200 Watt und die läuft immer noch dann, wenn es wirklich kalt ist und wenn sie muss heizen, weil das kann sie merken, oder sie ist geregelt. Oder, auch bei Klimaanlagen, dort kann man extrem viel machen, ein Haus braucht man nicht am Wochenende, eine Arbeitsstätte braucht man dort nicht auf 24 Grad Wärme zu halten. Denn mehr verbraucht durch Wärme, wie man jetzt die ganze Schweiz würde, mit Strom heizen. Also mit Strom heisst nicht einfach das Heizöffel, so wie man würde gar nicht machen, sondern man würde zuerst isolieren und dann würde man überall Wärmepumpe installieren. Dann ist man am Schluss nachher noch bei etwa 6 Terawattstunden, die man braucht. Bei der Mobilität genau das Gleiche. Man würde das Verhalten ändern, ein Drittel von der Fahrt der seriell Hybrid nehmen und für 2/3 vollelektrisch fahren, gibt das 3 Terawattstunden. Am Schluss sind wir bei 54 und dann die Bevölkerung noch ein bisschen wachsen. Dann sind wir bei 60 Terawattstunden. Also wir brauchen genau gleich viel wie heute, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Dann ist natürlich noch die Frage, ja, haben wir denn genügend Speicher, wenn wir würden auf eine neue Paare gehen? Jetzt, um das zu untersuchen, da haben wir umfangreiche Simulationen gemacht. Was ihr hier seht, sind eigentlich zwei Kurve, die darauf anlegen, die blaue gestichelte, ist so, wie man es heute gemessen hat, und die rote ist, wie wir simuliert haben. Simuliert haben wir es für einen Autarkbetrieb. Das heisst, wenn die Schweiz würde einfach nur für sich selber schauen. Die blaue ist
mit dem Handel, wo wir betreiben. Natürlich ist es blöd, also das heisst, oben, wenn man dort zuoberst oben ist, dann ist man am Ende von der Stausee und dann läuft das Wasser natürlich drüber raus. Das macht man nicht. Wir wollen es vorher verkaufen. Wir wollen sowieso noch ein bisschen Reserven haben da oben, dass man auch noch bei Unwetter kann noch etwas speichern kann. Also da geht man nicht drauf. Aber das ist jetzt so weiter wie bisher mit Kernkraftwerk. Und da haben wir gesagt, heute ist das 14,8 Rappen. Wenn man das Risiko würde einpreisen, wo Kernanlagen haben, dann wären wir bei 22,8 Rappen. Wenn wir neue AKWs würden machen, Serie wie wir jetzt in Finnland bauen oder in England, dann würde es auf 17,3 Rappen. Behaltet euch pro Kilowattstunde. Das ist einfach die gesamte Systemkosten geteilt durch die nutzbare Energie. Also inklusive allen Verlust- und Netzkosten und Pipapo, einfach alles zusammen. Behaltet euch die 17,3 Rappen im Kopf, weil die brauchen wir dann noch einmal. Wenn wir jetzt nur würde Solar schaffen, dann haben die Leute recht, die sagen, ja, das würde ein Problem geben. Ich sehe jetzt hier, die Speicherseen wären tatsächlich Woche 8, das ist etwa im Februar, wären die total leer. Und da haben wir keinen Strom mehr. Und den müssen wir nicht importieren. Also Solar alleine wird es nicht richten. Wenn wir jetzt aber Solar nehmen und Wind zusätzlich, darum ist wichtig, dass man eben die Kombination hat von Solar und Wind, dann sieht man, dann kommt man durch und dann ist man bei 17,2 Rappen. Also genau gleich, wie wir vorher gesehen haben. Also, es ist genau gleich Preis. Also, dass erneuerbar so teuer sind, haben wir nicht feststellen. Das sind jetzt Vollkostenrechnungen. Und wenn man es jetzt noch das Nächste macht und sagt, wir nehmen Solar, Wind und Biomasse, dann sind wir sogar bei 16,8 Rappen. Und das ist sehr stabil, das System. Aber das ist eigentlich, dorthin sollte man gehen. Warum funktioniert das bei uns? Wir probieren eigentlich die Speicherseen ganz anders zu brauchen als bis dahin. Bis dahin fährt man nach sogenanntem Fahrplan. Das ist so, das, was die Speicherseen brauchen. Das ist so, Mende, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also, man weiss am Ende, ja, da braucht man so viel Strom. Und in der Zukunft wird man, das kann man schon ein Jahr zum Voraus berechnen, wie viel man dann wird brauchen, in etwa. Und in der Zukunft wird man on demand, abhängig vom Wetter, wenn es windet oder scheint die Sonne, muss man natürlich dann die Speicherseen anders brauchen. Und der grosse Vorteil ist einfach, man braucht die grossen Speicherseen, die ihr auch hier viel davon habt im Bündnerland, tut man nur aufdrehen, wenn man es wirklich braucht. Und die braucht man eigentlich als saisonale Speicher. Das ist der Trick davon. Und nur dann, wenn man sie eben braucht. Zusammenfassung. Was ich jetzt hier gemacht habe, das sind jetzt ganz viele Zahlen. Ich habe gesagt, wir haben hier drei Szenarien. Weiter wie bisher, also wir machen nichts. Wir machen das, was der Bund vorschlägt und wir machen das, was der Gunzinger vorschlägt. Was ihr hier habt, ist Ölpreis 0%, also der Ölpreis bleibt so, wie er heute sei, 2% Ölpreissteigerung und 3% Ölpreissteigerung. In der Vergangenheit war es 2%. Ich gehe davon aus, es werden mehr als 3 sein. Jetzt seht ihr hier, was geben wir aus im Inland? Da geben wir 490 Milliarden, also das ist jetzt die kumulierten Kosten bis 2050. Einfach, was wird die Schweiz ausgeben bis 2050 für alles zusammen? Alles, einfach von jetzt bis 2050. Da werden wir ausgeben im Inland etwa 490 Milliarden, wenn wir gar nichts machen. Und im Ausland, das ist natürlich je nachdem, was für einen Ölpreis wir hier haben, da werden wir im Ausland 1600 Milliarden ausgeben. Wenn wir es nach dem Bund machen, da geben wir mehr, etwa 100 Milliarden mehr im Inland aus. Und beim Gunzinger geben wir 200 Milliarden mehr im Inland aus. Dafür wird man nachher im Ausland viel weniger ausgeben. Da gibt man nämlich nachher auch beim schlimmen Szenario von 3% wird man etwa 300 Milliarden weniger ausgeben. Das kommt uns also summa summarum etwa 200 Milliarden günstiger, wenn wir es so machen wie die Energiestrategie vom Bund. Wenn wir es so machen wie der Gunzinger sagt, dann wird man sogar 1000 Milliarden sparen. Und 1000 Milliarden über 35 Jahre, das ist immerhin 30 Milliarden pro Jahr, gegen das hat das Müsli gesagt, oder? Nebenbei würde man auch noch Arbeitsplätze, da haben wir etwa 140.000 Arbeitsplätze, und da haben wir dann fast 200.000 Arbeitsplätze, würde man auch noch ein bisschen mehr Arbeitsplätze in der Schweiz schaffen. Also, eigentlich ist es ganz einfach. Wir können wählen, ob wir das Geld an Putin geben oder ob wir das Geld unseren Handwerkern geben wollen. Das ist eigentlich die grosse Frage. Und für mich ist klar, wenn wir es selber geben. Also was können wir machen? Von mir aus gesehen, so schnell als möglich aus den Fossilen aussteigen. Solange wir noch Geld haben und günstige fossile Energie, weil die brauchen wir nämlich zum Bauen, das ist viel einfacher mit günstiger fossiler Energie. Jetzt macht einfach, was ihr könnt. Also geht heim, überlegt euch, was ihr könnt isolieren, dort eine neue Photovoltaikanlage machen, Wärmepumpe, kauft ein Elektromobil, macht all das, oder? Also,
isolieren, Wärmepumpe, Mobilität, kaufen ein Elektrobike und Elektroscooter und machen einfach das, oder? Ja, so schnell als möglich raussteigen. In der Vergangenheit hat die Schweiz mehrmals erfolgreich nämlich das Energiesystem umgebaut. Wir reden gar nicht mehr darüber. Aber im Ersten Weltkrieg war es ja so, dass man keine Kohle mehr bekommen hat und dann hat man elektrifiziert. Und da haben nachher alle davon profitiert. Am Schluss haben wir 100 Jahre eigentlich erfolgreiche Maschinenindustrie gehabt in diesem Gebiet. Die hat das vergessen, warum es eigentlich passiert ist. Aber dort war eine Energiewende. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir von der Kohle weg ins Öl. Nach der Ölkrise sind wir in die Isolation, in die Wärmedämmung hineingegangen. Heute gehen wir weg von fossilen Heizen, Elektrifizierung von der Wärme und weg von der fossilen Mobilität in der Elektromobilität. Weg von der Kernenergie in eine erneuerbare Stromproduktion. Ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit.